Hey Leute! Hi! Endlich bin ich mal wieder mit Kathi zusammen. Und wir haben gedacht, wir stellen euch heute ganz viele Dupes vor. Auf meinem Kanal geht es um Fashion Dupes, weil wir haben echt richtig coole Teile gefunden, die aussehen wie ja, Designerstücke, aber zum Teil nur ein Zehntel kosten. Und wir zeigen euch auch noch ein paar coole Online-Shops. Und auf meinem Kanal zeigen wir euch richtig coole Beauty-Dupes, also Make-up-Produkte, die wir einmal in der Designer-Edition da haben, aber auch genauso gut, mindestens genauso gut, in DM oder einfach generell in viel günstiger gefunden haben. Und die wollen wir euch natürlich auch auf meinem Kanal vorstellen. Genau, also das verlinke ich euch natürlich am Ende und in der Infobox. Aber ich würde sagen, wir fangen dann erstmal mit dem Video hier an. Das erste Teil, was wir euch zeigen, ist dieses wunderschöne Kleid. Das ist von der Marke Boohoo und ich habe das Kleid entdeckt, weil ich eigentlich erst von einer anderen Marke ein Kleid kaufen wollte, und zwar von Self Portrait. Die kosten aber 300 Euro, also die sind richtig teuer, aber sehen auch wunderschön aus. Und dann habe ich diese Marke für mich entdeckt, weil die haben so viele schöne Teile, die so hochwertig auch aussehen und ja, die haben tolle Details wie hier am Rücken und kosten halt echt nur so 30 Euro. Das ist halt einfach mal ein Zehntel davon. Also ich kann euch da auch mal einige Sachen verlinken. Wenn ihr vielleicht demnächst ein schickes Event habt, dann schaut da echt gerne mal vorbei, weil ihr findet da total einzigartige Teile. Ich möchte euch ein cooles Dupe zu dieser Clouset oder Clouse-Uhr vorstellen. Die kostet so um die 100 Euro. Und es gibt tatsächlich derzeit im Lidl eine Uhr, die fast genauso aussieht. Ja. Für sage und schreibe 4,99 Euro. Und ich finde echt sogar, dass die noch hübscher aussieht. Ja, die hat halt noch so Glitzersteine, die im Lidl, die von Lidl, aber die von Clouset, ich glaube, die gibt es zwar auch mit Glitzersteinen, die kostet aber dann sogar noch mehr Geld. Aber trotzdem, finde ich, sehen die so ähnlich aus. Und wenn man da einfach gerne etwas Geld sparen möchte, aber trotzdem so eine coole Uhr mit so einem Mesh-Armband haben möchte, kann man auch ruhig mal im Lidl vorbeischauen. Ja, vor allem könnt ihr da, das können wir euch nämlich auch mal in die Infobox packen, online schauen, weil manche gibt es da auch nur online exclusive, also bei Lidl die Uhren. Und es gibt auch welche, die sehen genau aus wie die Daniel Wellington Uhren und kosten halt auch 4,99 €. Eine weitere Sache, die ihr auch nur online bei Lidl bekommen könnt, die sich aber auf jeden Fall lohnt, ist dieses Parfüm. Das heißt Oui Chérie, würde ich sagen. Ja. Okay, ich hatte nur Latein. Das ist ja auch einfach eine mega große Flasche. Ja, und das riecht richtig gut. Ja, und das ist halt ein super Dupe zu dem Miss Dior Chérie. Und wirklich, das riecht echt das super riecht richtig gut und ja, mega günstig. Und ihr habt vor allem halt auch echt viel von diesem Produkt. Diese Schuhe, die kann man vielleicht schon gar nicht mehr Dupe nennen. Die sind also ein richtiges Replika, heißt das, glaube ich. Denn die sind absolut nachgemacht von Valentino. Ich glaube, die heißen Studded Stilettos bei Valentino. Und die habe ich bei OASAP gefunden. Das ist ein Online-Laden, da werde ich euch gleich auch noch was zu zeigen. Und die kosten einfach nur um die 50 Euro. Und die Valentino-Schuhe kosten 750 krass. Euro. Also das ist schon krass. Und die sehen wirklich, wenn man jetzt nicht ganz genau hinguckt, fast genauso aus wie die von Valentino. Und ich finde die richtig cool. Und was ich auch super finde, die sind mega bequem. Also das sind so meine liebsten High Heels im Sommer, weil die halt natürlich offen sind, weil das solche Sandalen sind. Aber ja, also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr diesen Stil mögt mit diesen ganzen Nieten drauf, dann schaut auf jeden Fall bei OASAP mal rein. Für alle von euch, die gerne Sport machen, da kann ich euch auch nur empfehlen, ich bin echt so ein bisschen hier die Lidl-Fraktion, einfach mal bei Lidl vorbeizuschauen, weil die haben wirklich eine tolle Auswahl an Sportklamotten und super günstig, weil ich neige immer dazu, oder man will ja auch coole Sportsachen haben und manchmal sind die richtig teuer. Also klar, es gibt Nike oder Puma oder ich habe mir jetzt letztens von Lululemon, vielleicht kennt ihr die Marke, das ist so eine kanadische Marke, hier so einen Top gekauft und auch so eine Jacke, die habe ich ja zu Weihnachten bekommen und die kostet halt schon mal irgendwie so 150 Euro für eine Jacke. Krass. Ja. Also die ist schon auch gut von der Qualität, aber klar, wenn man jetzt kein Profisportler oder das nicht man Weihnachten braucht ist, es dann nicht braucht unbedingt. Man es nicht. Genau. Und deswegen finde ich das ganz cool. Ich habe halt hier bei Lidl auch so was entdeckt. Und das finde ich sogar noch ganz schön, weil die auch noch eine Kapuze hat. Und Neonfarben, ne? Genau. Und cool. Die hat auch sowas, dass man seine Finger da nochmal hier so durchmachen kann. Das mag ich immer ganz gerne so beim Sport. Und die haben auch wirklich sehr schöne Sporttops, halt auch mit verschiedenen Mustern. Also ich glaube, das hier habe ich dann auch für 3 Euro gekauft. Und das hat halt auch noch so schöne Details am Rücken. Und dann macht es halt echt keinen Unterschied, ob das jetzt
Lululemon ist oder Lidl, weil es steht ja auch kein Markenemblem irgendwo groß drauf und am Ende kommt es ja auch nur darauf an, wie es aussieht. Es gibt ja mega viele Designermarken, die einfach unglaublich häufig immer wieder gefaked werden, wie zum Beispiel Louis Vuitton oder zum Beispiel auch Burberry. Ja. Und da gibt es ja dieses ganz berühmte Muster, das ist so ein typisches Burberry-Muster. Ja, und wenn man von Burberry diesen Schal kaufen möchte, kostet der, glaube ich, so um die 500 Euro. Und den habe ich bei Peek und Cloppenburg gefunden. Oder Peek und Cloppenburg, ja. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wie dem auch so, auf jeden Fall sieht der fast genauso aus und die Qualität ist auch super. Den habe ich jetzt schon viele Jahre. Aber ihr müsst mal bei Peek und Cloppenburg vorbeischauen. Die haben immer wieder solche Burberry-Fake-Schals. Ja. Und der kostet einfach nur 25 Euro. Und zum Schluss wollte ich euch auch noch einen coolen Tipp mit auf den Weg geben, wenn ihr nach sehr trendigen Teilen sucht, die ihr aber günstiger halten wollt. Momentan sind ja immer noch Bomberjacken mega in oder diese ganzen Patches. Und da kann ich euch Kolosseum ans Herz legen. Also ich habe da letztens auch hier diese Bomberjacke gefunden. Und die ist halt auch so ein bisschen länger und schon so sehr Gangster-Rapper-mäßig, könnte ich sagen. Aber wir werden ja auch am BB-Set immer von Kolosseum ausgestattet und die haben wirklich die niedlichsten Teile. Da kann ich euch auch nochmal ein bisschen was einblenden. Alles sehr trendy und ich glaube, da kostet fast nichts mehr als 30 Euro. Mhm. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Gibt es eigentlich in jeder größeren Innenstadt und auch online. Ich finde auch, gerade wenn man Trendteile kaufen möchte, sollte man nicht so viel Geld darin investieren, weil es kann immer sein, zum Beispiel, wenn man jetzt so sich Bomberjacken für, keine Ahnung, über viele 100 Euro oder so kauft, dann kann es jetzt sein, dass nächstes Jahr Bomberjacken überhaupt nicht mehr im Trend sind und dann hat man so viel Geld ausgegeben. Also ich würde grundsätzlich immer sagen, wenn man so Basic-Sachen kauft, die einfach immer im Trend sind, dann kann man ruhig mal mehr Geld auf dafür Qualität ausgeben. Irgendwie achten. Genau, aber wenn es um Trendteile geht, kann man ruhig auch mal billig einkaufen. Ja, und manchmal ist ja die Qualität dann noch nicht mal so ein riesiger Unterschied. Genau, ein Unterschied, obwohl der Preis halt so unterschiedlich ist. Auch mein Kleid hier, das ist auch wieder von Lidl. Aber ich finde das so hübsch. Ich glaube, ich muss mal häufiger in Lidl gehen. Ich weiß auch nicht, ich kaufe da halt auch immer ein. Ja, aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Fashion-Dupes kennt. Also das gerne in die Kommentare. Und jetzt schaut gerne noch auf Katis Kanal vorbei und abonniert sie, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.